Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Antrag wollen wir aus der Opposition eine konstruktive Rolle für eine funktionierende Stadt Berlin besetzen, wie es auch unser Fraktionsvorsitzender Sebastian Scheyer in seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung in diesem Januar auch angekündigt hat. Meine Damen und Herren, es handelt sich bei dem politischen Bezirksamt und um die Gedanken und Überlegungen, die in den letzten Monaten geäußert wurden, um richtige Gedanken, die wir aufgreifen wollen. Und ich darf in diesem Zusammenhang den jetzt hier nicht im Saal befindlichen Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herrn Saleh, zitieren, mit Zitaten heute. Ich kann versprechen, dieses Zitat ist nicht blutig, viel freundlicher, auch freundlich in Richtung SPD. Deswegen freue ich mich, dieses Zitat hier auch zu bringen. Er hat in der Morgenpost im November 2016 gesagt, es wäre richtig, sich gemeinsam dem Thema politisches Bezirksamt noch einmal zu widmen und ernsthaft darüber zu beraten. Da wollen wir gerne als Opposition, als konstruktive Opposition unseren Beitrag leisten und gerne auch bei der Umsetzung helfen. Also insofern greifen wir das hier mit diesem Antrag, den wir eingebracht haben, auf und wollen für diese notwendige Diskussion einen Impuls setzen. Worum geht es? Die Besetzung der Bezirksämter, Besetzung auch der Bürgermeister, Besetzung auch der Stadträte sind für eine funktionierende Verwaltung auf Bezirksebene sehr wichtig. Sie sind vor allem auch wichtig für die politische Willensbildung und auch für die politische Entscheidungsfindung. Und insofern ist es ein wichtiges Thema. Für funktionierende Bezirke gehören schlichtweg zu einer funktionierenden Stadt. Wir haben die Verfassung. Die Verfassung der Bezirke ist historisch bedingt inkonsequent und für viele unverständlich. Es ist ohnehin schon nicht ganz einfach, interessierte Bürger für Kommunalpolitik zu gewinnen. Und wenn man sie dann gewinnt, dann ist dieses Verfahren, wie Bezirksämter gewählt und besetzt werden, ganz besonders widersprüchlich. Es hatte historische Gründe, wie gesagt. Es verstand sich im Rahmen der Einheitsgemeinde eben auch als Kollegialorgan, eben auch als Teil der Verwaltung und nicht als Teil der Legislative. So ist das gewachsen, nicht nur in Berlin, auch in anderen Stadtstaaten. Aber die Zeit ist weitergegangen, die Zeit ist da nicht stehen geblieben. Und wenn wir einen Punkt identifizieren, um auch Bürger für Demokratie zu interessieren, dann gehört dazu eben auch Transparenz und Beteiligung. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Greff. Kollegen? Der Kollege Greff. Ja, wer auch immer. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, hochgeschätzter Herr Kollege Sweeter, würden Sie meine Auffassung teilen, dass angelehnt an der hessischen Kommunalverfassung die Mehrheit der Bundesländer in ihren Kommunen ein Proporzsystem bei der Vergabe von Dezernentinnen und Dezernenten hat und nicht nur Berlin, wie Sie eben gerade dargestellt haben? Vielen Dank. Also erstmal teile ich die Auffassung für Hessen, wo ich herkomme, nicht mehr. Denn die hauptamtlichen Dezernenten werden nach politischen Mehrheiten gewählt und nicht nach Proporz. In anderen Gemeindeverfassungen ist es noch der Fall. Also ist es auch dort eine Bewegung im Gang. Vergleichbarkeit von Kommunalverfassung, von Flächenstaaten und der Berliner Gemeinde ist ja auch nur bedingt. Aber ungeachtet dessen glaube ich, dass wir hier die Chance ergreifen sollten, dort in Richtung Transparenz und Beteiligung unsere Bezirksverfassung auch weiterzuentwickeln. Denn wir haben hier, und das ist wirklich ein Unikum in Berlin, so eine widersprüchliche Situation, dass wir einerseits die Stadträte streng nach Proporzsystem wählen lassen oder vorschlagen lassen, nicht immer werden sie gewählt aus Erfahrung, und andererseits haben wir Bezirksbürgermeister, die seit den 90er Jahren gleichwohl nach politischem Mehrheitsprinzip im Rahmen von Zählgemeinschaften gewählt werden können. Und das führt eben zu mehreren Missständen, möchte ich sagen. Wir haben das Problem, dass die Programme der politischen Mehrheit so nicht umgesetzt werden können, nicht richtig umgesetzt werden können, weil es eben dann die ausführende Bezirksverwaltung nicht zu dieser Zählgemeinschaft gehört, beziehungsweise Stadträte mit der Umsetzung von Programmen beauftragt werden, mit denen sie nichts zu tun haben wollen. Und das führt natürlich auch zur Intransparenz des Verwaltungshandelns. Wir haben zweitens auch die Zuordnung bei politischer Verantwortlichkeit, bei Erfolgen, auch bei Misserfolgen, bleibt eben aufgrund dieses Systems unklar. Und, meine Damen und Herren, das schwächt auch die effektive Kontrolle
in Bezirksämtern, auch in Bezirksverordnetenversammlungen, was die Wahrnehmung der dann doch faktisch bestehenden Oppositionsrolle anbetrifft. Wenn wir einerseits Bezirksämter haben, die dann ein politisches Programm doch umsetzen wollen, einer Zählgemeinschaft, durch Stadträte, die wiederum der Opposition angehören, ein solch unklares Bild halte ich für die Bevölkerung schwer zumutbar und ist auch für die Opposition schwer, dann ihre Aufgaben wahrzunehmen. Und wir haben zwei weitere Probleme, die damit verbunden sind. Wir haben jetzt in den letzten Monaten auch gesehen, dass es dann zu Blockadehaltungen kommen kann. Gerade in meinem Bezirk Pankow ist es ja zu einer mehrmonatigen Blockadehaltung gekommen, die bis hin zur, die auch schon die Innenverwaltung beschäftigt hat. Mehrere Gründe möchte ich hier nicht bewerten. Und wir haben dann, wenn Stadträte gewählt werden aus anderen politischen Konstellationen, teilweise auch machtlose Bezirksstadträte, nahezu sozusagen Frühstücksdirektoren, die dann einflusslose Ämter zu verwalten haben. Und damit haben wir auch dann eine ungleiche und auch ineffiziente Verwaltung organisiert. Das Problem ist aber auch schon seit Längerem bekannt. Schon seit 90er Jahren hat sich die Enquete-Kommission mal befasst damit, oder eine Enquete-Kommission. Und auch 2008 und 2009 wäre es ja, ich möchte mal zugespitzt sagen, fast zu einem politischen Bezirksamt gekommen. Die FDP hat dieses Anliegen immer unterstützt. Es ist eben nicht dazu gekommen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit aber reif, dass es dazu kommen kann. Das Problem sollte jedenfalls bald anerkannt werden, angegangen werden. Wir verfolgen damit auch klares Ziel. Wir wollen bei der Umsetzung und Zuordnung von politischen Maßnahmen die der Verwaltung verbessern. Wir wollen mehr Spielraum auch dann bei der Besetzung von Bezirksämtern. Und der wichtigste Grund, meine Damen und Herren, ist, dass die Bezirke als politische Interessenvertreter der Bevölkerung vor Ort gestärkt werden. Und das geht nur, wenn man politische Verantwortung klar zuordnen kann. Und das ist der Kern dieses Antrags, dass wir die politischen, dass wir die Bezirksämter sozusagen als Mitspieler in der Berliner Verwaltung stärken und eine Stimme verleihen, die auch wirklich wahrgenommen werden kann und nicht verunklagt werden kann. Meine Damen und Herren, wir wollen diesen Antrag und verstehen diesen Antrag auch als Impuls für weitere mögliche Verbesserungen der Verfassung eröffnen und wollen damit auch klar die Debatte über Verbesserungen, auch gerade das Zusammenspiel zwischen Bezirken und des Landes Berlin eröffnen. Es gibt weitere diskussionswürdige Vorschläge, die beispielsweise auch das Wahlverfahren betreffen oder auch beispielsweise Kontrollrechte des, der Bezirksverordnetenversammlung oder aber auch eine bessere Ausstattung von Fraktionen und Gruppen. Das alles kann und sollte auch mitdiskutiert werden. Auch wir als Freie Demokraten haben da entsprechende Vorschläge, die wir dann auch noch vertieft diskutieren wollen. Wir haben diesen Antrag aber bewusst so schlank gehalten, weil wir erstens hoffen, dass wir an der Stelle einen gewissen Konsens erzielen können für eine Initialzündung und zum anderen, weil wir damit auch zumindest an einer Stelle einen gewissen gemeinsamen Nenner, hoffen wir, finden zu können. Eine Bitte hätte ich dann zum Schluss, dass wir jedenfalls diesen Impuls aber auch nicht zerreden durch ewige Diskussionen oder durch ewige Prüfaufträge von Sachverhalten, die uns dann bekannt sind. Irgendwann, und auch das gehört zu einer funktionierenden Stadt, muss man dann auch entscheiden. Und das sollte man jetzt am Anfang tun, solange noch nicht die Gefahr besteht oder Verdacht besteht, dass man das politische Bezirksamt nur aufgrund von politischen Opportunitäten oder gerade der vorhandenen Mehrheiten da sind. Und deswegen ist es geraten, dass man eine so überfällige Reform am Anfang einer Legislaturperiode macht, wenn man eben nicht Gefahr läuft, und dort nach politischen geradigen Mehrheitsverhältnissen Opportunitäten zu entscheiden. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Gläser. Herr Gläser. Herr Swütter, Sie haben ja eben über Pankow gesprochen. Können Sie bestätigen, dass das Hickhack um den Bezirksstadtratskandidaten da nur daran liegt, dass die Konsensparteien sich weigern, unseren Kandidaten zu wählen, unter Einschluss der FDP übrigens? Ja, das kann ich bestätigen, dass sich in der Tat die Mehrheit geweigert hat, einen Kandidaten zu wählen, der schlichtweg mit dem Amt nichts anfangen konnte, der in der Tat auch erklärt hat, mit diesem Amt nichts anfangen zu wollen, weil es ja einer machen muss und der einer breiteren Öffentlichkeit nur dadurch bekannt wurde, dass er sich als Streetfighter in der Heute-Show betätigt hat. In der Tat. In der Tat. Kann ich bestätigen. Meine Damen und Herren,
Meine Damen und Herren, ich komme jetzt auch zum Schluss. Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Etwas pathetisch, aber meines Erachtens ist das genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die Diskussion zu beginnen. Abschließend ist der Impuls nicht gemeint, ist unser Impuls gar nicht mal gesetzt, aber wir haben jetzt schon eine Grundlage für einen Konsens mit diesem Vorschlag und ich würde mich freuen, wenn wir das dann in den entsprechenden Gremien konstruktiv beraten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.